Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ArcQ+. Falls ihr hier auch mit Facecam haben wollt, dann lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, lasst ein Like, lasst einen Kommentar da. Und ja, wir legen sofort los, denn wir gehen zuallererst Juti. Jetzt verteilen wir erstmal ganz kurz Namen halt so, die man haben wollte. Zuallererst Juti wird Dari genannt. So, Dari wurde geboren. Jetzt gehen wir ganz kurz zur Eule. Hi Eule, du bekommst jetzt einen Namen, ja? Du wirst Fridolin genannt. Ja, Fridolin, ganz einfach. Ist zwar, ah doch, ist sogar ein Männchen. Oh geil, dann passt es ja sogar. So, 53 Level. Machen wir so, das soll so bleiben. Okay, dann kam noch ein Kommentar, da ging es darum, wann The Center. The Center ist draußen, deswegen checkt Arc Primal Chaos ab. Das ist das neue Projekt von mir. Und jetzt, warte, hast du vielleicht noch irgendwas in dir? Wir gucken mal ganz kurz. Nee, leider nicht, denn ich habe jetzt wieder mehrere Eier. Und die werde ich hier natürlich wieder ausbrüten. Warte mal, das ging ja so. Und jetzt, ich habe die Einstellung verändert, dass wir halt Dinos ziehen können. Ich habe bis 5000 eingestellt oder so. Das muss doch jetzt funktionieren. Falls nicht, dann habe ich echt keine Ahnung, woran es liegt. So, guck mal hier. Hier ist das erste. Okay, pass auf. Dann würde ich schon mal sagen, zack. Stimmt, wir könnten so machen. Dann ist es halt schon wie eine Überraschung. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. So. Es brütet. Okay, es brütet sogar sehr, sehr schnell aus. Das brütet auch schon aus, aber ich würde sagen, wir tun es mal hier in der Ecke rein, damit es halt ein bisschen besser ausschaut. Und dann habe ich halt noch eins. Da bin ich gespannt. Hier kommen als erstes die raus. Ich habe das auch nicht verdoppelt. Also bedeutet das, da sollten andere rauskommen. Yo! Hey, Kakinos! Moin! Und ja, wir können wieder welche zähmen. Nice! Okay, das ist cool. So, warte, dann schalten wir gleich wieder ein hier. Ich will euch alle zeigen. Also, darf ich euch vorstellen? Kendro! Dann Stego, was? Stego. Dann einmal Kaki. Dann einmal unseren Alpha-Eiswifern. Dann Rock Drake. Sogar Zwillinge. Und dann haben wir nochmal hinten in der Ecke den Revenger. Sehr cool. Schade eigentlich, dass man keine anderen findet, außer halt jetzt Alpha. So, das wäre halt ziemlich cool, weil dann müsste ich halt nichts tun. Oh nein, jetzt habe ich keine Soul-Dinger. Na egal. Das passt schon. So, wir brauchen am besten 11 Stück. So, einmal rein da bitte. Und jetzt kommt in die Tasche rein. Zack, rein mit euch. Dankeschön, danke, danke. So, das waren aber jetzt noch nicht alle. Jetzt kommt das hier raus. Und da fängt es auch schon mal an. Ich habe noch nicht hingeguckt, aber ich bin gespannt, was es jetzt gibt. Also, wir haben einmal ein Toxic Wyvern, würde ich jetzt mal behaupten. Dann einmal einen Gacha. Sehr cool. Dann haben wir einmal ein Pferd. Yo, wir haben das Ding. Wir haben es wieder. Die Reinkarnisation von unserem alten Pferd. Dann haben wir nochmal einen Revenger. Und dann haben wir einmal, ich würde sagen, es ist etwas Neues. Es ist ein Nein, es ist Mammut. Okay, packen wir sie doch draußen mal aus. So, das sind sie jetzt alle hier. Die stehen in einer Reihe. Und ich bin gespannt, wenn die gleich größer werden. Ja, das ist das Mammut. Sieht auf jeden Fall cool aus, aber ja, eben gerade nicht richtig sehen können. Und ja, warte mal, warum blutest du? Du kannst doch essen. Ja, ich wollte gerade sagen, Essen habe ich doch in Unmengen. So, aber auf das Pferd bin ich gespannt, denn es hat hinten was drin. Mal gucken, was es ist. Irgendwas muss es ja können. Ach ja, und die da hinten sind ja auch alle schon groß geworden. So, wir müssen jetzt ganz kurz was abchecken. Fridolin, komm mal ganz kurz mit. Ich muss mir jetzt ganz kurz merken, ich habe das eine oder andere ja schon gesammelt. Und zwar kämpfen wir diesmal gegen einen Boss. Ach, und ich weiß ja, ob ich das in der letzten Folge gesagt habe. Die Toxic-Viecher. Wir haben doch so diese Seelen schon gesammelt. Das ist also für die gedacht. Ja, und der Rest verliert halt auch anscheinend so eine komischen Knochen und so. Ja, das brauchen wir. Aber naja, als erst kommen die Alpha-Bosse dran. Und wir brauchen alles. Problem ist halt, wir brauchen Diamond. Ingot. Hab mir alles aufgeschrieben. Das bedeutet, wir gehen jetzt ganz kurz zurück und checken mal kurz ab, was wir alles so haben. Also, wir haben Teris Krallen, Megalania Gift und Spinos Segel. Uns fehlt jetzt das vom Megalodon und Tylacoleo. Ansonsten haben wir alles. Ich werde jetzt alles natürlich hier nochmal reinpacken, damit wir es duplizieren, weil wir brauchen das halt noch öfters. Viel öfters. Und ich habe keinen Bock darauf. Ach, und was ich noch gar nicht gesagt habe. Guck mal, Leute. Ich habe die 15.000er wieder. Ist das geil? Damit können wir das eine oder andere halt machen. So, wir packen das jetzt ganz kurz hier rein, weil das benötigen wir. Jetzt kümmern wir uns ganz kurz um ein Megalodon. Und wie machen wir es natürlich mit unserem wunderschönen Aal?
So, jetzt aber die Frage. Ich kann eigentlich gut die Luft anhalten, ne? Jetzt aber hier die Frage. Der hat auch so viele Level. Ey, ich glaube, ich muss die Servers mal öfters halt einfach online lassen. Weil ich glaube, dann passt das halt viel, viel besser. Von der Energie und so weiter halt her. So, jetzt heißt es aber nur ganz kurz Luki-Luki machen und Megalodon suchen. Megalodon, wir sind hier. Guck mal hier. Gleich hier vorne sind welche. Und zwar da. Okay, wir gehen ganz schnell runter. Ganz schnell. Ich hoffe, ich sterbe da drin nicht. Weil es ist schon echt verdammt tief. Es ist wirklich verdammt tief. Wie tief ist denn das hier? Okay, dann... Hi! Oh, warte, warte, warte. C war... Restlik war das? C war das? Genau, C war das. Okay, Megalodon, ich hab's aber nicht bekommen. Bitte, ich brauch dein Dings da. Du weißt, was ich brauch von dir. Warte, ich glaube, wir müssen... Oh Gott, ey, bitte. Bitte, macht keine Faxen, ja? So, mach keine Faxen, bitte. Bleib ganz ruhig. Ja, okay, ich hab's. Okay, erstes schon mal erledigt. Oi. Seht ihr das da hinten? Ich dachte, das waren Felsen gewesen, aber es ist gar kein Felsen. Okay, gehen wir weiter hoch. Wir haben alles unter Kontrolle. Ich und mein Aal, wir schaffen das locker. Wir sind wieder da. Jetzt heißt es Tilakoleo. Ah, ist das herrlich. Da oben hockt nur ein großer Drache. Aber ansonsten alles easy peasy. Und wisst ihr, nach was ich noch Ausschau halte? Und zwar diese roten Viecher. Ja, ihr wisst, was ich meine, wie in der letzten Folge. Die einfach hier rumliegen. Und ja, die sind auch nicht von irgendeinem Spieler oder so, sondern die sind einfach hier die hängen hier einfach rum. Okay, ich sehe noch keine Tilakoleo. Wir brauchen Hilfe. Okay, Tilakoleo wurde gesichtet. Da vorne. Ich höre hier irgendein komisches Geräusch. Hört mal. Ist das die Eule? Ist die kaputt? Oh Gott, der kommt ja noch. Okay, einfach weiter. Einfach weiter. Okay, let's go. So schnell ist er nicht. Tja, Kollege, wirst mich nicht kriegen. So, das heißt, Tilakoleo in der... Da unten ist ein Riesenbasilisk. Ui, du bist huge. Aber egal, Tilakoleo, ich komme. Das kann ja jetzt was werden, natürlich. Da unten, guck, da ist auch schon wieder ein roter Drache. Ich kann den einfach so jetzt mitnehmen. Komisch. So, warte mal, du bist da drüben. Bitte sei kein anderer da. Guck mal, da auch, alles rot. Alles ist rot. Oh Gott. Okay, alles gut. Oh Gott, ich würde ja sagen, ich habe alles unter Kontrolle, aber ich habe überhaupt nichts unter Kontrolle. So, wir fliegen kurz mal höher. So, Tilakoleo ist da unten. Das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht hin. Oh my God. Ja. Ja, müssen wir gucken, wie wir das jetzt machen. Ich glaube, wir müssen woanders hin. Guck mal, da drüben ist auch ein Alpha-Feuerwifern, der rot ist. Tamed. Aber er gehört nicht mir. Deswegen, es spawnen immer mehr hier, die ich einfach mitnehmen kann. Ich weiß nicht warum. Aber ist ja auch egal. Da unten ist unser... Da unten, guck mal da. 3 Alpha Ember Crystal. Okay, aber die sehen eher aus, als ob die... Oh oh. Als ob die beschworen worden sind. Ja gut, Griffin, komm, ich lock dich kurz weg. Aber da, guck mal, hier. Überall. Tamed. Tamed. Alles getamed. Und es spawnen, wie gesagt... Immer mehr. Obwohl niemand ist auf dem Server drauf, außer ich. Aber naja, so. Nee, das schaffe ich doch nicht, weil ich muss auch noch absteigen. Da ist die Tüle. Okay, pass auf, ich versuche was. Ich versuche was. Nein! Okay, war ein Fehler. Flieg doch! Oh mein Gott, bist du langsam! Ach, alles gut, alles gut. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Das war gerade nur ein Fehlversuch. Meine ganze Stamina war weg auf einmal. Ganz, ganz komisch. Es heißt zwar nur jetzt eine Tilakoleo töten, aber es ist schwer. Irgendwo da drüben ist eine, aber ich glaube, das wird schief gehen. Boah, die Eule ist so schnell, ey. Sie ist so schnell und so gut. Ohne diesen Sturzflug, man würde ein bisschen länger halt brauchen, aber... Eieieiei. 106 Millionen! Es wird immer schlimmer! Wie soll ich die denn jemals schaffen? Achso, das sind die. Ja, gut. Okay, wir sind gleich da. Es sieht überhaupt... Nee, es sieht überhaupt nicht gut aus. Warte, wir müssen schnell weggehen. Hi! Und ich hab's abbekommen. Oh nein, nein, nein. Ich hab das eigentlich ausgeschaltet. Wieso ist es wieder an?
Ich habe das eigentlich ausgemacht. Oh mein Gott. Okay, ich bin schon weg. Ja, ich bin schon weg. Alles gut. Oh nein, das war die Topur. Oh Gott, jetzt haben wir ein dickes Problem. Wir müssen schnell zum Meer. Was war das denn? Was war das? Ne, das bedeutet jetzt unser Tod. Warte. Ich habe einen Plan. Wenn ich jetzt ruhig bleibe, habe ich einen Plan. Meine Maus war weg. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Ihr habt's gesehen. Fridolin. Wir haben wenigstens die Zähne nicht verloren. Hätte ja sein können, dass wir die Zähne verlieren, aber... war noch alles ganz gut. Lief alles super. Fridolin, da bist du ja. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ach, das wär's ja jetzt gewesen, hätte ich dich verloren. So, zeig mal. Okay, hat noch kein Ei gelegt. Alles klar. Fridolin? Ja, du weißt, was das heißt. Okay, wir sind ein bisschen schneller auf jeden Fall, wenn ich jetzt abchecke so. Ja, das geht auf jeden Fall klar. So, ich weiß ja, wo die Tüler noch ist. Da unten ist er, glaube ich. Irgendwo. Ich muss gucken, wo. Ja, super. Und wir sind schon wieder tot. Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Warte. Wir kriegen das doch hin. Vielleicht. Komm. Konzentration. Nein! Ach Mist, hätte ja klappen können. Hey, Fridolin der Dritte. Moin. Ich dachte, du wärst tot, aber ich täusche mich immer wieder so irgendwie, ne? Ja, wir brauchen irgendwie einen anderen Tüler. Ach du Heilige. Ich glaube, ich muss die Spawnrate ein bisschen runterstellen. So, warte mal. Da unten ist unsere beste Chance. Wir machen jetzt mal so, dass wir den einen oder anderen hier jetzt weglocken. Und dann halt... Oh, nee. Und das alles nur für eine Tila-Coleo. Fridolin der Vierte. So, jetzt müsste er ganz schnell sein. Ich habe alles jetzt auf Movement Speed geskillt. Und ja, ich hoffe, diesmal wird's was. So, genau hier unten ist er. Top. Top, würde ich mal behaupten. Top Situation. Warte. Das könnte eine Top-Situation sein. Ja, ich hab sie. Hab sie. Fridolin, der Vierte, hat's geschafft. Yo! Fridolin, ich bin stolz auf dich. Perfekt, Alter. Jetzt ab nach Haus, Junge. Es wird Zeit, den ersten Boss zu beschwören. Jetzt packen wir die Kralle natürlich hier auch rein und verdoppeln die auch nochmal. Wir brauchen ja ein paar Stück davon. Gut, dass wir nicht 15 Stück töten müssen. Ansonsten hätte ich alles deinstalliert. Ich sag euch so, wie es ist. Jetzt brauchen wir aber noch diese Alpha Hearts. Davon brauchen wir auch nochmal 50. Wir haben 44. Jetzt natürlich 88 und so weiter und so fort. Ihr kennt ja die ganze Sache. Ich habe jetzt alles, außer dieses Diamond Ingot. Die Frage ist aber, wo stelle ich es her? Okay, wir brauchen Cold Coke. Habe ich aber alles. Coal? Haben wir einiges? Stellen wir gleich mehr her. Und Magnesium. Haben wir auch einiges. Stellen wir auch gleich her hier. Ey, das ist perfekt, was ich hier mache. So, und davon brauchen wir jetzt einiges. Ich bin fertig. Jetzt die Frage, hier war das, gell? Wir brauchen ja 150 davon. So, und damit können wir das jetzt halt herstellen. Und einmal herstellen, bitte. Let's go! Schneller! Gib mir Diamond Ingot. Ich bin so gespannt auf den Boss, ey. Wir werden sowas von sterben. Okay, wir haben 150 Diamanten. Wir haben jetzt jedes einzelne Item. Die Frage ist jetzt, schaffen wir den Boss? Ich denke eher weniger. Ach ja, und hier drüben, die sind alle groß geworden. Schaut sie euch an, wie riesig sie sind. Sie sind keine kleinen Kinder mehr. Was war das nochmal? Ach ja, Rock Drake, hi. So, Ravenger. Oh, der Linke sieht aus wie ein Vampir. Das sieht verdammt cool aus. Dann haben wir Rock Drake natürlich nochmal da. Gacha da und dann Karkinos. Ja, aber Gacha, bei dir könnte ich mir gut vorstellen, dass du was kannst. Und Ferdi! Wo ist das Pferd? Okay, hier haben wir das Pferd. Ich will es unbedingt ausprobieren. Das ist es hier. Also, wir haben hier anscheinend nichts. Es ist einfach nur eine Illusion sozusagen. Weil, schaut euch das mal da unten an. Also, es ist ja nicht korrekt. Aber es ist verdammt schnell, muss man wirklich sagen. Dennoch... ja gut, wir könnten mal was testen wegen Turpur, aber ich glaube, das bringt bei dem nichts wirklich viel, wa? Nee, das Pferd kann auf jeden Fall nichts. Also das da hinten dran ist einfach nur so...
Honbug. Ansonsten kann man irgendwas in dir drin machen. Nee, Gewicht auch. Ja, gut, Gewicht ist gut, aber naja. So, dann Ruby. Ruby, Ruby, Ruby. Wir müssen mal. Wir haben jetzt hier einen Teleporter, was jetzt sozusagen dann halt der Boss ist. Und das werden wir jetzt hier favorisieren, damit es oben auftaucht. Wir haben jetzt einige Rubies noch in mir. 3 Stück habe ich jetzt. Und die werden wir jetzt benutzen. Ja, und dann heißt es leider auf Wiedersehen sagen. Das ist jetzt nur ein Test, okay? Nur ein Test. Okay, die anderen brauchen auch genau dasselbe. Warte mal, habe ich dieses Diamant? Warte mal. Ich hätte beinahe einen Fehler gemacht. Das Ingot. Ich glaube, ich habe es nicht verdoppelt. Ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Deswegen gehen wir ganz kurz hier ran und verdoppeln das. Weil das wäre echt doof gewesen. Dann, das ist jetzt nur ein Test. Ich weiß, wir werden sowas von krepieren, das glaubt ihr nicht. Aber es heißt ja Alpha-Boss. Das bedeutet also wiederum, wir könnten ihn schaffen. Wir könnten egal wen machen. Wen würde ich jetzt sagen, dass wir den machen? Dann wollen wir den Alpha-Crystal-Balrog-Boss beschwören. Oh Gott. Oh Gott, das funktioniert. Bitte komm noch nicht sofort, ja? So, dann let's go. Oh Gott, ich weiß, wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben, dass wir, ja, einfach nur sterben werden. Vielleicht sehen wir ihn noch nicht mal. Der Boss lässt ein bisschen auf sich warten. Ja! Okay, warte mal. Was ist das da? Man kann es nicht richtig erkennen. Aber sind sie... Es ist Balrog, den wir kennen. Okay, warte. Okay, pass auf. Der Dragon Ball gehört uns. Es sind nur Alphas. Es sind nur Alphas. Ja, es sind nur Alphas. Schade, dass das Bild nicht stimmte. Herr, warte mal. Der Rino hat 203.000? Meine Ausdauer reicht nicht. Meine Ausdauer reicht überhaupt nicht. Ja, er spawnt noch mehr. Ist klar. Ist natürlich klar. Ruby, wir müssen ganz kurz weg. Herr, warte mal. Der Minion ist weg. Wait. Das bedeutet, er spawnt die, aber die haben nur eine gewisse Zeit, dass sie hier leben. Hi, Balrog. Na, wie geht's dir? Wie fern... das ist jetzt aber ein... Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt total ein Witz, richtig? Er hat eben gerade gut Damage abbekommen, aber von was? Hallo, hallo. Bitte lass mal, bitte. Bitte lass... Boah, die sterben aber gut hier. Ruby, du bist tot, ne? Ruby, rest in peace, ja. War schön mit dir. War sehr schön mit dir. Ja, ich werde sterben. Ja, ich werde sterben. Wir können leider uns nicht mehr wegbewegen oder so. Ja, aber 10 Millionen. Jetzt hat er schon wieder 10. Ja, komm. Wie soll ich denn den schaffen? Wir brauchen einen, der prozentualen Schaden macht. Okay, pass auf. Wir haben jetzt hier eine Ruby. Wir werden jetzt so machen, dass wir alles auf Nahkampf klatschen. Wenn ich nicht drauf sitze, ist die Stamina gut. Deswegen, du kommst jetzt hier in meine Tasche rein. Zack. Wir werden dich duplizieren und dann gibt's Krieg. So, hört mir zu. Wir haben hier zu unserer linken Seite Balrog, den Unzerstörbaren. Und wir müssen ihn gemeinsam töten. Deswegen soll er jetzt kommen. Oder ihr geht... Nee, warte mal. Ich muss ihn runterlocken. Komm her, Balrog. Komm her. Hier bin ich. Komm. Ja, richtig so. Ja. Genau, genau. Ja, er muss hier runterkommen. Er muss hier runterkommen. Er kommt jetzt langsam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie gehen wirklich drauf. Hi. So, geh drauf da, töt. Ja, natürlich. Natürlich. Kann mir jemand irgendwie vielleicht Tipps geben oder so weiter? Wie, also ich, klar, ich weiß durch Brüten und so weiter, dies, das, jenes und so. Aber ich habe schon einen, der schon gut gelevelt ist. Einer der High-Leveligen. Oder es war der High-Levelige. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wie sollen wir das machen? Geht ruhig auf da, geht ruhig auf. 9,9 Millionen, ey, das kann nicht sein. Ja, wie soll man das denn machen, Mann? How? Wie macht man das? Jetzt aber ganz ehrlich. Ich brauche wirklich eure Hilfe. Ich brauche sie wirklich. Jeder in den Kommentaren, der Ahnung von Ark und so weiter hat. Ich weiß nicht, ob sie prozentualen Schaden bekommen. Das könnten wir kurz mit dem Ravager testen. Sollte es aber nicht so sein, dann brauche ich allesamt eure Hilfe.
Ich brauche sie wirklich, ansonsten habe ich keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Da, jetzt. So. Ach, Mist! Okay, aber ist egal. Sie greifen an. Und sie machen keine prozentualen Schaden. Okay, ich weiß auch nicht, ob die es halt wirklich machen, aber... Ja. Nee. Aber ich glaube, das macht auch keinen prozentualen Schaden, oder? Nee. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Wir müssen es anders testen. Okay, pass auf. Revenger. Ich brauche euch. Unbedingt. So, Kollegen, geht mal rauf da. Das Boss. Ja, let's go. So, dann checken wir uns doch ganz kurz mal ab hier. Das schaffen die doch niemals dahin, oder? Die kommen noch nicht mal annähernd dahin. Ah! No, ich würde sterben. Sorry. Ach du Heilige. Ja gut. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Komm, es gibt auch keine Alpha-T-Locke, Leo. Ich hab gedacht, man kann die vielleicht halt machen. Aber Alpha-Giga, 241.000 Leben. Okay, das ist gut. Aber hier, Alpha-Indominus Rex. Oh, warte mal. Dann haben wir doch keinen High-Leveling gehabt, wa? Okay, aber die kriegen ja eh nicht sehr viel Energie. Deswegen. Okay, 122.000. Ja, gut. Okay, dann können die vielleicht ja doch noch was rausreißen. Dann müssen wir gucken halt, wie wir das halt machen, ne? Ja, Freunde. Ich brauche, wie gesagt, eure Hilfe. Ihr seid jetzt gefragt. Wie habt ihr es gemacht? Welchen Dino habt ihr benutzt? Habt ihr irgendwas noch umgestellt? Wir haben jetzt gesehen, Alpha Indominus Rex ist ja doch ein Ticken stärker als dem, was wir halt haben. Aber wenn man das berechnet, ist es halt unmöglich. Deswegen müsst ihr mir sagen, was soll ich tun? Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder auch ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.